Entweder Double Placement oder doch lieber als einziger Austauschschüler in der Gastfamilie? Lieber 5 oder 10 Monate Schüleraustausch? Und ich würde so gerne noch länger bleiben. Und die Zeit vergeht so, so schnell. In diesem Video beantwortet Greta euch 5 This or That Fragen rund um ihren Auslandsaufenthalt in Kanada. Bleib also unbedingt dabei, wenn du nichts verpassen willst. Euer Feedback ist uns wichtig. Falls ihr Anregungen habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Und dann jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo, ich bin Greta. Ich mache ein Auslandshalbjahr in Kanada mit der Organisation Kulturwerke Deutschland. Und jetzt beantworte ich ein paar Fragen. Die erste Frage, entweder Double Placement oder einziger Austauschschüler in der Familie. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass das sehr davon abhängt, wie die Familie ist. Also meine Familie verbringt nicht ganz so viel Zeit mit mir. Also wir verbringen schon Zeit, aber dadurch, dass ich schon ältere Geschwister habe, sind sie auch mit der Schule sehr beschäftigt und mit der Universität, und meine Gastmutter arbeitet. Und deshalb war es vor allem in der Quarantäne, nicht in der Quarantäne, sondern in der Zeit, wo man wegen Corona noch nicht so viel machen konnte, war es sehr schön, noch eine andere Austauschschülerin als Gastschwester zu haben, die dann, mit der man dann auch einfach Zeit verbringen kann und es erlaubt ist. Ja, deswegen würde ich jetzt in meinem Fall sagen, Double Placement. Als nächstes ist die Frage, was ist wichtiger, neue Freunde zu finden oder doch das Land an sich? Also natürlich ist es irgendwie auch wichtig, dass man sich das Land sozusagen gut aussucht und also das Land einfach an sich mag und es schön findet. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, neue Freunde finden, weil mir ist es einfach super wichtig, irgendwie Freunde zu finden, mit denen man dann auch nachher, nach dem Auslandsjahr vielleicht noch in Kontakt bleiben kann. Und ja, einfach Freunde plötzlich auf der ganzen Welt hat. Als nächstes ist die Frage, ist es dir wichtig, deine Sportart von zu Hause weiterzuführen oder willst du lieber eine neue Sportart entdecken? Da würde ich auf jeden Fall sagen, neue Sportarten entdecken. Ich spiele in Deutschland Tennis und ich habe zwar hier auch schon Tennis gespielt mit Freunden, aber ja, ich habe auch jetzt hier schon mehrere Sportarten ausprobiert, die ich noch nicht so intensiv in Deutschland gespielt habe, wie zum Beispiel Volleyball. Und das macht dann irgendwie auch total viel Spaß, und dann noch mit dieser neuen Umgebung, neuen Leuten, ja, es ist einfach toll. Die nächste Frage ist, was hilft deiner Meinung nach besser dabei, Englisch zu lernen? Bücher lesen oder Filme und Serien schauen? Also ich würde auf jeden Fall sagen, Filme und Serien schauen, obwohl man, wenn man ein Buch liest, vielleicht besser mit der Grammatik also sich verbessert, aber bei Filmen und Serien kann man ja auch die Untertitel anmachen, dann kann man gleichzeitig lesen und hören, und dann kann man die Rechtschreibung verbessern, weil man sieht, wie die Wörter geschrieben werden, und man kann aber auch hören, wie die Wörter ausgesprochen werden und vielleicht auch noch ein bisschen Umgangssprache lernen. Ich habe gerade auch ein Buch in der Schule gelesen, Hunger Games, und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also ich finde, das Englisch ist so gut zu verstehen und nicht so schwer, und ich habe es sehr schnell durchgelesen. Als letztes ist die Frage, lieber 5 Monate oder 10 Monate Schüleraustausch? Also ich würde auf jeden Fall sagen 10 Monate. Ich mache ja 5 Monate gerade, und ich habe mich für 5 Monate entschieden, weil ich einfach Angst hatte, dass es mir hier nicht gefällt, dass ich früher nach Hause möchte und dass ich irgendwie mich in der Familie nicht so wohl fühle und vielleicht keine Freunde finde. Und ich wollte auch nicht so viel in Deutschland verpassen. Aber ja, ich bin jetzt hier und ich würde so gerne noch länger bleiben. Und die Zeit vergeht so, so schnell. Also nach 2 Monaten hat sich so angefühlt, als würde man gerade erst angekommen sein, obwohl man schon Freunde gefunden hat und sich eingelebt hat. Aber die Zeit vergeht einfach so schnell, und deswegen würde ich auf jeden Fall 10 Monate empfehlen.
Greta hat in diesem Video einige deiner Fragen beantwortet. Jetzt möchtest auch du einen Auslandsaufenthalt machen? Melde dich für ein persönliches Beratungsgespräch unter der jetzt eingeblendeten Nummer. Für weitere spannende Videos klick auf die links angezeigte Playlist und um den Kanal zu abonnieren, klick auf das jetzt rechts eingeblendete Logo. Wir freuen uns schon auf dich, dein Team von Kulturwerke Deutschland.